Wer ein Print-on-Demand- oder T-Shirt-Business starten will, der kann am meisten sparen, wenn er zum Black Friday startet. Warum? Weil alle Chrome-Extensions, alle Webseiten, alle verschiedenen Programme und so weiter natürlich runtergesetzt sind im Black Friday-Sale. Und deswegen will ich euch jetzt ein Video dazu aufnehmen, welche Sachen sind sinnvoll zu kaufen, welche Sachen solltest du nicht lassen. Besser gesagt, wir reden jetzt nur über die Sachen, die sinnvoll sind, die jeder irgendwo in diesem Business halt braucht, wenn er das Ganze erfolgreich betreiben will. Und die gucken wir uns jetzt an. Also los geht's, ab ins Video. Das allererste, wir fangen an, wir sind im T-Shirt-Business, wir müssen natürlich auch mit T-Shirt-Designs arbeiten können, wir müssen sie umzeichnen können, zum Teil Bausteine austauschen und so weiter, und dafür benutzen wir Vektorentools, nämlich so eine Zeichentools fürs T-Shirt-Business, und da will ich dir jetzt die Haupttools einfach mal zeigen. Und zwar hier haben wir den Adobe Illustrator, das ist das, was die meisten Designer benutzen, wenn ihr irgendwo bei Upwork, Fiverr und Co. eure Designs erstellen lässt, was ihr auch machen solltet, nicht aus Paketen kaufen, wo irgendwie 5 Designs und ein Logo für Summe X, sondern entsprechend euch die Sachen direkt von den Designern holen, ist immer viel günstiger. Da kriegst du nämlich ein Design für 2 bis 10 Euro, statt irgendwie 35 bis 50 Euro zu zahlen, was ja auch viele von euch leider immer noch tun. Gut, das hier ist das erste Tool, das ist der Adobe Illustrator. Da gibt es jetzt sogar ein Sonderangebot zum Black Friday, und zwar nämlich das Creative Cloud Abo. Da sind jetzt mehrere Sachen drin, da ist von Photoshop bis Lightroom und sonst was alles drin. Also selbst wenn du Werbeanzeigen ein bisschen shinier, ein bisschen besonders wirken lassen willst, dann sind da halt ganz gute Deals drin. Das solltest du dir mal angucken, das Profi-Tool, was die viele Leute halt für T-Shirt-Designs benutzen. Es gibt auch den Gegenpart, das ist dann der Affinity-Designer, den kriegst du hier nicht in einem Abo-Modell, sondern für einen Festpreis, einmal 37 Euro zahlen, und du kannst unendlich viele Designs halt herstellen mit dem Ding, was ziemlich geil ist, aber es gibt einen Unterschied, und zwar gucken wir uns mal jetzt hier dieses Design an von JP Performance, der hat zum Beispiel hier so eine Biegung drin. So, diese Biegung kriegst du mit dem Affinity-Designer etwas mühsamer hin, um es mal vorsichtig auszudrücken. Bei Adobe Illustrator ist das halt nur ein Klick und zack, dann hast du das Ganze drin. Für Textdesigns und sowas ist Illustrator einfach besser. Den könnt ihr auch sogar gratis mal testen, einen Monat lang, aber wenn du hier so ein Angebot hast, kann man schon mal zuschlagen. Man muss natürlich sagen, wenn ich jetzt hier mal so raufklicke und jetzt nur den Illustrator alleine haben will, dann zahlst du natürlich, ups, jetzt hat er hier wieder das Abo drin, da klicken wir mal auf Jetzt kaufen, auf den Button hier oben, dann siehst du nämlich, den kostet er nur noch 23 Euro im Monat, nur noch. Man muss jetzt dazu sagen, diese Programme waren früher, als ich noch zur Schule gegangen bin, ich bin schon 34, da gab es die für tausende Euro. Ihr müsst keine tausenden Euro zahlen, ihr zahlt 23 mal im Monat, macht das mal ein Jahr, in dem Sinne hast du es auch. Aber Vorsicht, achte darauf, 23 Euro mal 12 ist auch schon eine ganz schöne Summe. Deswegen Affinity Designer ist da halt die günstigere Variante. GIMP, Inkscape und diese ganzen Sachen halte ich nicht so viel von, benutzt auch kein ernstzunehmender Designer, aber es geht auch, kannst du auch machen. Ich werde dir auch noch ein paar andere Programme vorstellen, wenn du jetzt nicht Lust hast auf diese Sachen hier. Gut, jetzt können wir Designs bearbeiten, aber wir wollen natürlich auch wissen, was verkauft sich denn eigentlich, und dafür gibt es sogenannte Research-Tools, die rauskriegen, was jetzt gerade so Trend ist, was die Leute kaufen. So, da gucken wir mal rein, das hier ist das erste Tool, und zwar das ist Flying Research. Den Link dazu, den findet ihr unten in der Videobeschreibung, allerdings erst ab morgen, denn heute ist Donnerstag und ab Freitag gibt es erst da das Black Friday-Angebot, weiß ich aber schon, weil derjenige, der das Tool entwickelt hat, der ist bei uns aus der Community, der war einer meiner allerersten Zuschauer, der war Programmierer und hat gesagt, du, ich entwickelt da einfach mal was, und er hat dieses geile Tool hier entwickelt. Also gucken wir uns mal an, was hat das Teil hier. Wir können hier wirklich auslesen, die Bestseller können hier einstellen. Wir wollen vom deutschen Markt die T-Shirts oder sagen wir mal die Hoodies haben, nach BSR geordnet, zack, haben das ganze Ding drin. So, wir können natürlich auch Seller Trends gucken, uns mal ein bisschen inspirieren lassen und so weiter und so fort. Und das Coole dabei ist, ich kann halt jedes Design richtig auswerten. Ich kann so ein bisschen tiefer halt reingehen, gucken, okay, wie hat sich hier der BSR verändert im Verhältnis zum Preis. Wir können mal so ein bisschen PM-Check halt machen. Dann können wir halt auch noch so ein bisschen gut bei Competition. Das wollte ich euch jetzt nicht zeigen, sondern die Sachen wollte ich euch zeigen. Hier die Keywords. Wie schreibst du denn dein Listing?
Denn es ist halt so, auf den verschiedenen Plattformen wie Merch bei Amazon und so, da musst du dir dann überlegen, wie schreibe ich einen Titel, wie schreibe ich die Beschreibung und möglichst so, dass viele Leute das finden und das Konkurrenzverhältnis halt in Ordnung ist. Und das kannst du halt mit diesen Tools direkt auslesen. Da ist kein Ratespiel, das sind richtig feste Daten und das bringt dir halt einfach den Vorteil, den die Leute halt nicht haben, die diese Tools nicht haben. Muss man leider so sagen, der das Tool hat, ist halt da gesehen im Vorteil. Händisch kannst du es natürlich auch machen, die Sachen raussuchen. Das ist halt natürlich viel mehr Arbeit, aber so kann es halt wirklich jeder mit einem Klick und da hast du keinen Stress. Es gibt natürlich auch noch die amerikanische Variante, also hier zum Beispiel den Merch Informer, der ist im Prinzip genauso aufgebaut, da hast du hier auch Merch Hunter und kannst du ein bisschen auslesen, was sind hier die Top-Shirts. Der braucht allerdings immer ein bisschen, bis der halt geladen hat, also der ist ein bisschen in die Jahre gekommen. 5 seconds later, 5 minutes later. Much, much later. An eternity later. Wir sehen, das Ding sucht immer noch, also so gesehen, da drücke ich einmal hier auf Flying Research, gehe auf Bestseller, drücke einmal Search, boom, da ist er. Und du kannst halt spulen, bis du blöde wirst, also da hast du halt alle Designs und der lädt die wirklich instant. Also deswegen Tool unten, Videobeschreibung. Gut, als nächstes, wir haben jetzt rausgefunden, wie wir die Designs bearbeiten, welche Sachen sich gut verkaufen, aber jetzt, um ein Haus zu bauen, brauchst du die Backsteine, also oder die Arbeitsmaterialien und das sind für uns die Vektoren. So, und wo kriegen wir die her? Die kriegen wir hier auf einer ganz coolen Seite und zwar Black Friday Deal, 55% sogar, das ist hier Wechsels, da gibt es Designer, die arbeiten extra auf dieser Plattform und stellen dir deine Designs einfach mal her. Das Coole bei Wechsels, hier arbeiten fest eingestellte Designer, die diese Designs frisch herstellen, also wenn ich jetzt hier auf irgendwas klicke, nehmen wir mal zum Beispiel das sieht, nee, das ist glaube ich ein bisschen älter, doch, nee, 19.11.21, da ist es live gegangen. Da kann man halt immer gucken, wann gehen die Sachen live und wann kann man sie benutzen. Also du kannst hier alles eingeben, machen wir mal zum Beispiel, machen wir Gitarre einfach rein und zack, schon kommen die ganzen Gitarrendesigns, die man hier verwenden kann. Du kannst Wechsels hier auch noch ein bisschen anders verwenden und zwar nämlich unter Tools. Da gibt es auch den T-Shirt Maker und das ist so das Pendant, wenn du jetzt nicht unbedingt was zeichnen willst mit Zeichentools, kannst du hier auch einfach raufklicken, hast schon fertige Vektoren und kannst da auch noch ein bisschen was zumachen. Zum Beispiel, ich mache mir jetzt mal Add Text und sage jetzt einfach hier, will ich mal so zum Beispiel nur ich auf Englisch dann halt reinfügen, kann das hier vergrößern, kannst aber auch noch einfach machen, indem du hier raufklickst, einfach das Ding so machst, suchst dir hier noch einen Schrifttyp raus, der ein bisschen anders ist, nee, der sieht jetzt, passt gar nicht, machen wir mal von mir aus den hier, so, machen wir mal den I, zack, den gehen wir hier mal einfach rauf und suchen Heart, einmal mal das Herz, tschuck, ein bisschen spulen, was nehmen wir, nee, nö, nein, zu viel Auswahl, aber gut, zu viel Auswahl gibt es nie. Dann machen wir mal I love Pizza. So, zack, bumm, zack, fertig, hast du schon das erste Design ready. Das Coole ist, du kannst hier alle Dinge auch bearbeiten. Also selbst wenn ich mal hier reingehe, ich mache jetzt mal was in Neongrün oder irgendwie so, dass ihr halt hier seht, also da hier oben, das Ding, also du kannst hier wirklich jede einzelne Fläche dann wirklich anpassen, je nachdem, was du da halt haben willst. Gut, das lasse ich jetzt einfach mal so, dann hättest du ein T-Shirt Designs und kannst das Ding halt runterladen. Kommen wir zur nächsten Zauberseite und zwar nämlich Placeit. Bei Placeit ist es so, da kannst du per Designs auf bestimmte Vorschaubilder halt drauf projizieren, ohne dir halt ein Model zu buchen, ohne da das Lichtsetup perfekt einzustellen und so weiter und so fort. Was haltet ihr jetzt eigentlich hier von dem neuen Farbdings? Das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, welche Farben wir jetzt hier eigentlich mal im Hintergrund machen sollen. Jetzt habe ich mal blau gemacht. Schreibt es mal in die Kommentare, welche Farbkombis wir hier machen. Pink. Naja gut, lassen wir mal so da stehen. Aber lila, blau war eigentlich immer ganz geil. So, das Tool gucken wir uns jetzt hier an. Also da haben wir hier das Placeit. Das ist halt so, dass ich hier bei Apparel dann auf T-Shirts gehen kann. Und dann könnte ich jetzt sagen, hier, die kann zum Beispiel sowas anziehen. Oder hier die auch. Und du kannst wirklich alles anpassen. Also dass du dann auch sagst, hier von mir aus das T-Shirt-Design, wir wollen die anders haben. Und das Ding gibt es halt auch in einem 50% Off-Preis noch ein paar Stunden. Also da auf jeden Fall zuschlagen. Das ist aber nicht alles, was das Tool kann. Und zwar, wer mal auf Designs geht und bei Highlights auf T-Shirt-Designs, der kommt halt auf eine Seite, zum Beispiel hier, ups, sowas. Da klicke ich jetzt einfach mal rauf. Das ist der T-Shirt-Designer. Machen wir mal ein bisschen kleiner. So, den kann ich nämlich bearbeiten. Ich könnte jetzt hier selbst die Bilder halt austauschen. Ich mache jetzt hier zum Beispiel mal so ein Lion. Löwen.
Einfach mal rauf, könnte das jetzt hier auch noch raufschreiben. Von mir aus machst du es jetzt so oder irgendwas und kannst hier alles anpassen. Also, dass du dann so sagst, hier die Farben machst du ein bisschen anders. Was ist das? Das wird wahrscheinlich jetzt der Außenrand sein. Nee, der Hintergrund, machen wir zum Beispiel den Weiß oder irgendwie sowas. So, und dann kannst du jetzt hier dran rumbasteln, je nachdem, wie du das halt haben willst. Ganz coole Sache, um mal schnell ein T-Shirt-Design herzustellen. Ist natürlich nicht so wie jetzt ein richtiges Zeichenprogramm. Deswegen Illustrator und Affinity Designer immer noch auf Platz 1, weil da kriegt er halt einfach auch sehr viele Sachen her. Wenn du auf Pixabay und diese ganzen Seiten gehst, kannst du dir Vektoren runterziehen und mit denen kannst du dann halt arbeiten oder du lernst es halt selber zu zeichnen. So, aber bevor jetzt wieder alle losrennen und sich 1000 Tools holen und dann halt sagen, okay, jetzt habe ich alle Sachen, alle Bausteine im Research-Tool, werde ich schon irgendwie auslesen, was sich gut verkauft, dann nehme ich noch irgendwie so ein Dings und in 3 paar Klicks, dann läuft das Ganze gleich. So einfach ist es natürlich auch nicht, muss man dazu sagen. Und deswegen, da gibt es ja auch sehr viele Kurse rund um dieses ganze Business. Da gibt es alle Anbieter, da könnt ihr euch einfach mal umgucken hier bei YouTube. Da findet ihr sehr viele davon. Ich habe natürlich meinen Online-Kurs auch im Angebot. Also wenn wir da jetzt reingucken, da hier läuft unten schon so ein Timer halt ab, wenn ich ihn jetzt eingeblendet habe. Und da seht ihr halt, wie viel Zeit noch ist, bis der Black Friday Sale denn bei mir halt endet. Also da gibt es dann alle Kurse runtergesetzt. Da ist wirklich alles drin, was du brauchst, vom Research bis zum Design erstellen, bis zu Sondertipps, wie arbeitest du mit Designern und so weiter und so fort. Da ist halt alles drin. Weil es sind halt die kleinen Sachen, wo das Ganze dann auch mal schief gehen kann. Wenn du irgendwie einen Influencer einstellst, weißt nicht, was du dem noch mitgibst. Mäuschen macht die Werbung falsch und dann auf einmal kriegst du eine Abmahnung. So, das muss auch nicht sein. Deswegen kriegst du diese Infos halt alles aus so einen Kursen. Was muss man da wo wie beachten? Und meistens ist es auch so, dass die Leute, die in Facebook-Werbung halt sich ausprobieren, dass Facebook da dann schon merkt, oh, okay, da hat einer keine Ahnung, klack, schon ist das Werbekonto zu und dann kriegst du es nicht mehr und dann kannst du halt alle Online-Business-Modelle vergessen. Und wer halt einmal Werbung geschaltet hat, der weiß halt, wie schnell 200 Euro weg sind. Deswegen, wie gesagt, 200 Euro für einen Kurs ist halt echt nicht viel. So, und da gucken wir jetzt einfach mal so rein. Wir haben jetzt hier auch noch einen anderen Kurs, das ist natürlich von Jessicas KDP-Kurs, der ist hier auch nochmal runtergesetzt, den gibt es sogar noch ein bisschen günstiger für 169 Euro und da könnt ihr halt auch voll mit durchstarten. Ist auch noch der Timer am Laufen, der Timer ist jetzt der gleiche bei uns und ja, da guckt euch einfach mal um auf der Webseite, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich auch gerne anschreiben, kriegt da Antwort und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß jetzt beim Einstieg ins Business, eine bessere Zeit gibt es nicht, holt euch wirklich von allem eine Grundausstattung, so zack, dann hast du erstmal alles und probier es mal ein Jahr aus, dann wirst du sehen, was passiert und wenn es halt nicht läuft, dann sagst du halt einfach Bescheid. Dafür gibt es dann hier den Instagram Messenger, da kannst du mir auch gerne eine Nachricht schreiben oder bei Facebook, wenn du da halt irgendwelche Fragen hast, damit kriegst du halt immer Antwort, war jetzt nicht so, dass jetzt alle bei mir zu Hause anrufen sollen, das funktioniert nicht. Sonst klingelt das Ding ja jede 3 Minuten. Gut, also, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren der Tipps und wie immer natürlich gute Verkäufe und gute Deals zur Black Friday Zeit.